Auch in der Woche der Beisetzung von George Floyd streiten die Vereinigten Staaten von Amerika weiter über Rassismus und über Polizeigewalt. Was ist Donald Trumps Beitrag zu dieser Diskussion? Er hat den Zaun ums Weiße Haus noch mal ein bisschen höher machen lassen. Ja, muss wahrscheinlich wieder Mexiko bezahlen. Außerdem wird Trump schon ab nächster Woche große Indoor-Wahlkampfveranstaltungen abhalten. Das ist ein Wahnsinn. Ideale Corona-Bedingungen, aber man kann ja vorher Desinfektionsmittel trinken. Und dann hackt er bei dieser Veranstaltung garantiert wieder auf Deutschland rum. Warum? Weil wir zu wenig für Rüstung bezahlen. I'm making them pay their bills. I'm saying you gotta pay. I say Angela, Angela, you gotta pay, Angela. Angela, you gotta pay, Angela. Grob übersetzt, Merkel muss Scheck. Ja? Der ist stinksauer auf Angela, weil Angela seinen G7-Gipfel hat platzen lassen. Ja? Aber das zahlt er jetzt schön heim, du. US-Präsident Trump will bis zu 9.500 der derzeit 35.000 in Deutschland stationierten Soldaten abziehen. Zwei im Sinn? Das ist ein Drittel. Wenn es wirklich dazu kommt, das wäre voll ungünstig. Dann müssen wir uns hier quasi, ich kann das kaum aussprechen, selber verteidigen. Hol dir jetzt Call of Deutschland, das Strategiespiel mit maximalem Schwierigkeitsgrad. Verteidige die Bundesrepublik, aber jetzt kommt's, nachdem die US-Truppen abgezogen sind. Dein einziger Panzer fährt nicht. Schnell, reparier ihn. Danach den kaputten Hubschrauber, den kaputten Eurofighter, das kaputte G36 und das Bonanza-Rad der Verteidigungsministerin. Und dann geht auch noch der Schraubenschlüssel kaputt. Mist, das war der letzte. Call of Deutschland. So realistisch, dass es absolut keinen Spaß macht. Ja, mal gucken, ob der Trump das wirklich durchzieht am Ende. Und es ist komisch. Ich bin ja auch geprägt von der Friedensbewegung der 80er. Das heißt, ich müsste jetzt total erleichtert sein über den angedachten Truppenabzug. Warum fühle ich das nicht? Was stimmt nicht mit mir? Ich leite die Frage mal direkt weiter an unsere heute schon Betriebspsychologin Birte Schneider. Ja, was stimmt nicht mit Ihnen, Herr Welke? Wo fängt man da an? Damit beschäftigt sich ja ein ganzer Forschungszweig. Aber wenn wir jetzt mal nur bei Ihrer Ami-Psychose bleiben, dann ist es ganz einfach. Ein Teil von Ihnen denkt immer noch Ami go home. Der andere Teil will beschützt und dominiert werden. Im Grunde das alte Spiel von Unterwerfung und Schmerz und klassisches Sexting. Ich bin pervers? Verkürzt gesagt, ja. Vor allem aber braucht Ihre deutsche Psyche den bösen Ami, um sich moralisch überlegen zu fühlen. Das schützt vor zu viel Selbstkritik. Trump, doof, böse. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken, was wir selber zur Zerrüttung beigetragen haben. Achten Sie mal hier auf das Gesicht von Merkel, als Trump sagt, er kommt bald nach Deutschland und er ist stolz auf sein deutsches Blut. And we will be there. And maybe soon. I have German in my blood. I'll be there. Noch zwei, drei solche Gesichtsausdrücke und wir können unsere Bunker in der Normandie wieder renovieren. Deutschland braucht den Ami als negative Kontrastfläche. Total schlimm, der Rassismus bei der US-Polizei. Stimmt, diese Form von Polizeigewalt haben wir hier nicht. Aber wenn Saskia Esken auch nur fragt, ob es möglicherweise latenten Rassismus bei unseren Sicherheitskräften gibt, schreien alle Buh, Generalverdacht. Wer ist Saskia Esken? Das ist doch gar nicht der Punkt. Natürlich steht die große Mehrheit bei der Polizei auf dem Boden der Verfassung. Trotzdem berichten ja immer wieder Mitbürger, die nicht deutsch genug aussehen, dass sie regelmäßig zufällig kontrolliert werden. Hier, dieser Mann mit einem Schwank aus seiner Schulzeit. Er kommt von der Nachhilfe und... Und wurde dann aufgehalten von Zivilpolizisten und wurde kontrolliert nach Waffen und Drogen. Meine ganzen Nachbarn laufen an mir vorbei und schauen. Und die denken auch nicht, also so von allem dem, was ich erlebt habe, so denken die auch nicht, oh mein, der arme David. Sondern die denken alle, Scheiße, was hat er gemacht, was hat er angestellt? Was hat er jetzt wieder angestellt, der David? Hat er wieder Drogen unter der Mütze? Über ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund berichtet von Diskriminierung bei der Wohnungssuche. Und trotzdem ist hier jede Debatte über systemischen Rassismus offensichtlich ein Affront. Weil der Ami, der ist ja viel schlimmer. Das stimmt ja auch.
Diese unverschämten USA bestehen darauf, dass wir Deutschen 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben. Das wären im letzten Jahr fast 70 Milliarden. Gegenfrage: Warum hat Deutschland das mit den 2% 2014 bei der NATO unterschrieben? Waren wir da besoffen? Bei den Amis regen wir uns auf, wenn sie Vereinbarungen mit Füßen treten. Aber hier sagen wir: Kinder, ist doch bloß eine Unterschrift. Chillt mal alle. Hören Sie bitte auf, ich will mich wieder überlegen fühlen. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump wissen wir, Europa muss sich um seinen eigenen Schutz kümmern. Bei dem Vogel ist es möglich, dass er nächste Woche aus der NATO austritt, weil, keine Ahnung, weil seine Bräunungscreme alle ist. Trotzdem verlässt sich Europa weiter auf die Amis. Und weil zur Therapie auch Härte gehört, sage ich Ihnen jetzt mal was. Die werden uns nie mehr beschützen. Und selber können wir es nicht. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Ganz einfach. Sie brauchen einen neuen Sugar Daddy, der Sie beschützt und dominiert. Aber keine Angst, da steht schon einer in den Startlöchern. Jetzt habe ich Angst und bin geil. Ich weiß. Birte Schneider! Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!